Muss ich fragen, jetzt, ist da in jedem der 100 Bücher die gleiche Widmung? Nein. Oder machst du das intuitiv? Ich mache das tatsächlich intuitiv. Okay. Ich nehme mir dann die Sätze, außer die mich berühren oder die ich sage, okay, da gibt es eine Botschaft dahinter, noch die eh im Buch auch drin ist, aber einfach noch einmal, ich finde es sehr persönlich, sowas jemandem mit auf den Weg zum Gerbe Erbe, wenn man Angst hat zum Beispiel. Mhm, ist ja da drin ein großes Thema, vor dem Unbekannten Angst haben, genau. Ist etwas ganz Normales, ist eine normale Emotion. Aber Connor, seht ihr, mach dich damit bekannt, nimm dir quasi den Schrecken des Unbekannten, denn nachher dann ist nämlich keine Angst mehr da, sie geht dann. Also, und das seht ihr keiner, aber wenn man mit so einem Büchle konfrontiert wird am Anfang, vielleicht ist wie ein Samen, der gesät wird, also und wo irgendwann dann aufgeht oder wo man sieht, hey, das habe ich doch schon mal irgendwo gelesen oder das habe ich irgendwo gehört. Und das finde ich schon eine besondere Auszeichnung, die so machen zu dürfen, und das mache ich intuitiv und das wird mir manchmal auch wirklich so wie durchgehen.